Hallöchen Leute und willkommen zurück zum Motorsport Manager. Heute geht's nach Portugal und es wird nicht sonnig, wie man es bei diesem Land annehmen könnte, sondern es wird leider ein wenig regnerisch, zumindest zum Freitagstraining. Allerdings könnte es samstags und sonntags wieder ein wenig trockener werden und ich bin gerade so ein wenig... Okay, gut, hat sich schon erledigt. Ich hatte nur noch eine Plastikflasche in der Hand und habe überlegt, wo ich die jetzt hinstelle und keine Ahnung. Überall hätte ich sie gestört. Aber egal. Ich habe es jetzt irgendwie hinbekommen. Und damit willkommen zurück. Yo, es geht weiter. Wir sind immer noch Gesamtführender in der Gesamtwertung. Und darüber hinaus auch in also sowohl in der KWM als auch in der Fahrer-WM. Und das ist etwas ziemlich Gutes. Für uns zumindest erstmal. Letztes Mal wurde auch beschlossen, dass einer der beiden Kanada-GPs leider jetzt ausgeschlossen wird, gerade wo Lance Stroll in der realen F1 gewonnen hat, natürlich super ärgerlich, aber nicht gewonnen, sondern, ihr wisst schon, aufs Podium gekommen ist, so. Mann, ich muss meine Gedanken sortieren, bevor ich hier nochmal irgendwie so komische Sachen rede. Nee, auf jeden Fall, krasses Rennen in Baku, die Renndiskussion gab's aber schon und so weiter und so fort. Und deswegen... andere Themen. Unter anderem ich kann jetzt mal auf die Kommentare von der ersten und der zweiten Folge in dieser Saison eingehen, weil ich nehme das jetzt unmittelbar nach dem letzten Rennen auf. Da war unter anderem auch die Frage unter dem Video Sieg und Niederlage, warum die drei auf dem Podium denn so traurig gucken und wenn damit die realen Personen, also Vettel, Hamilton und Webber gemeint sind, von dir, lieber Pyrotechniker 300061, war das Malaysia 2013. Da sind nämlich drei Leute auf dem Podium gewesen, die alle mit einer gewissen Teamorder zu tun hatten oder mit zwei Teamordern. Lewis Hamilton kam aufs Podium, weil die Teamorder an Rosberg kam, greift deinen Teamkollegen nicht mehr an für den Rest des Rennens und man sieht, Hamilton ist sehr betrübt deswegen, nicht unbedingt so happy, dass er auf diesem Wege aufs Podium gekommen ist. Okay, ein steilerer Winkel bei Vettel. Und wo wir gerade bei Vettel sind, der hatte ebenfalls eine Stallorder bekommen, nämlich hatte sich Red Bull anscheinend abgesprochen, okay, derjenige, der zum letzten Stint hin ganz vorne ist, der kann dann entspannt weiter tuckern. Denn der soll das Rennen dann auch dementsprechend gewinnen, weil er ist dann halt ganz vorne und wir wollen das Auto entspannt nach Hause schaukeln. Vettel hat sich nicht daran gehalten, hat angefangen zu pushen. Jetzt fängt es hier an zu regnen gerade. Und das hat natürlich Mark Webber nicht so gefallen. Klar. Und dementsprechend betrübt ist auch Mark Webber. Und ich glaube, derjenige, der so ein bisschen am glücklichsten da noch reingeschaut hat, war Sebastian Vettel. Der wurde aber natürlich auch noch direkt von Mark Webber konfrontiert mit dieser Sache und deswegen sind alle nicht so wirklich happy auf diesem Bild. So, ich lasse Giuliani noch eine Runde weiterfahren, einfach für den Renntrim, damit wir da nicht nochmal super lange irgendwie an die Box fahren und nochmal rausfahren und so weiter und so fort. Gut, aber ja, das war quasi die Geschichte. War ein sehr, sehr seltsames Podium. Da waren halt echt, alle hatten eine total finstere Miene und es, ja, war nicht so schön anzuschauen, muss man echt sagen. Aber ja, das war die Geschichte. Und ich habe es halt als Thumbnail genommen, weil ich mir gedacht habe, okay, das könnte so ein bisschen das Sinnbild der Folge tatsächlich ganz gut widerspiegeln, weil wir haben zwar gewonnen, aber so wirklich drüber freuen konnten wir uns nicht, weil, na, ihr habt ja gesehen, das Spiel ist dann abgeschmiert und kurz darauf ging es auch weiter. Übrigens, es gibt im Moment den Steam Summer Sale und das Spiel gibt es für den Moment für 12 Euro bei Steam zu kaufen plus 4 Euro für den DLC. Also, wer mag, kann da zugreifen oder falls jemand noch ein besseres Angebot kennt, kann er das auch gerne nochmal in die Kommentare posten. Da mal kurz sagen, hey, bei Händler XY, da gibt es das Spiel sogar noch günstiger. Ich glaube, das ist ein echt günstiger Preis und ja, ich glaube, wenn man sich für so eine Art Spiel interessiert, kann man sich das mal anschauen und bei Steam
kann man ja, wenn man es direkt bei Steam kauft, ja auch wieder zurückgeben, wenn, also innerhalb der ersten 2 Spielstunden, und ich würde es irgendwie nach 1-2 Tagen schon machen, nicht nach, ich glaube 2 Wochen hat man Zeit, um das Spiel zurückzugeben. Auf jeden Fall, man hat ein bisschen Zeit, um das Spiel nochmal zurückzugeben, wenn es einem nicht gefällt oder so, da kann man auch angeben, dass es technische Gründe hat und so weiter und so fort, aber naja, von dem Ganzen bleiben wir mal fern. Ich sage einfach mal an der Stelle, ihr könnt das Ganze ja mal austesten. Ist ziemlich cool und macht mega Laune. Also mir zumindest. Und wenn ihr so Spiele mögt, könnte es was für euch sein. Ja, gut. Ansonsten habe ich mir im Steam Summer Sale, ich habe mir die Gunst der Stunde geschnappt, habe ich mir da den GT-DLC geholt. Und ja, muss sagen, das hat sich allein jetzt schon gelohnt, weil sich das Layout optisch verändert hat, was ich mega cool finde. Was halt echt eigentlich keinen Unterschied macht, aber der Ladebildschirm sieht halt jetzt anders aus und das feiere ich. Und ich hoffe, wir können es nochmal sehen. Ich glaube, nach dem Rennen sieht man das dann immer. Das können wir uns mal anschauen danach. Gut, ansonsten kriegen wir die weichen Reifen noch auf Stufe 3, ne? Na, schwierig. Vettel aber bei ausgezeichnet, großartig. Okay, sehr schön. Ja, ich habe mir den GT-DLC geholt und, ja, den werden wir jetzt auch irgendwann mal anpacken, wenn wir hier erfolgreich sind. Ja, dann geht's definitiv zum GT-DLC. Mit der Eismod wahrscheinlich dann. Mal gucken, ob dann vielleicht nicht sogar die zweite Eismod verfügbar ist. Könnte man natürlich auch nochmal direkt gucken und austesten. Und das wäre dann auch ziemlich interessant. Mal zu sehen, wie es mit der neuen Mod so funktioniert, das Game. Weil die Reglements sich ja schon so ein bisschen ändern. So, hier kann man mal ein bisschen mehr Geschwindigkeit reinhauen beim Getriebe. Oder bei der Balance. Gut, und bei Sebastian Vettel, da müssen wir mal schauen, was machen wir. Testen wir das mal so aus, oder ich gehe nochmal einen weiteren Schritt rüber, einfach um zu sehen, ob die Geschwindigkeitsbalance sich jetzt schon verändert oder nicht. Ich meine, der erste Run ist so oder so nur fürs Setup jetzt gerade gedacht, weil es eh schon regnet und es wird noch trocken werden. Ja, und ansonsten wurde ich auch gefragt, was denn mein Lieblingsteam ist, woraufhin ich so ein bisschen aus Jux geantwortet habe, meins. ja, also unser Jordan-Team ist schon ganz geil, aber grundsätzlich finde ich alle Teams grundlegend erstmal sympathisch. Ja, also ich habe da jetzt nicht direkt irgendeinen großen Favoriten, wo ich sagen würde, okay, ich finde dieses oder jenes Team sehr toll und andere finde ich doof. Ich wünsche allen eigentlich ziemlich viel Erfolg, aber ich habe mich auch in der Vergangenheit sehr oft drüber schon geäußert, dass ich vor allem Force India sehr feier und dass ich vor allem denen sehr viel Gutes wünsche, weil das einfach ein Team ist, das aus sehr, sehr kleinen oder relativ kleinen Mitteln ziemlich gute Ergebnisse einfährt. Und das finde ich sehr erstaunlich und deswegen bin ich jemand, der Force India tatsächlich alles Gute wünscht und hoffe, dass die da auch möglichst stark in den verschiedenen Saisons unterwegs sind. Ich fand es auch sehr schade, dass die in Baku kollidiert sind, die beiden Jungs. Denn, ja, haben einfach sichere Punkte weggeworfen, leider. In der Situation war es definitiv Ocon und, ja, weiß nicht, an Force Indias Stelle würde ich eigentlich eher so ein kleines Machtwort nicht jetzt auf Baku bezogen aussprechen, sondern auf Kanada. Da hätte ich halt schon ein bisschen deutlicher gesagt, hey, oder im Vorhinein schon klar gemacht, ey Leute, klar, ihr seid auch Jungs, die gegeneinander fahren wollen und ihr wollt auch gegenseitig euch besiegen. Aber uns geht's in erster Linie ums Teamergebnis. Und das muss man meiner Meinung nach klar machen und deutlich machen, dass es halt primär darum geht, das Team jeweils immer nach vorne zu bringen
Und in der Situation hätte man dann auch sehr legitim eine Stallorder gegen Perez aussprechen können. Und mal angenommen, Ocon wäre vorbeigekommen an Ricciardo, dann hätte man da durchaus es auch geschafft, nicht hinter Vettel zu rutschen mit Ocon. Also um es kurz zu fassen, man hätte deutlich mehr Punkte mitnehmen können und auch in Baku hätte man jetzt sehr viel mehr Punkte mitnehmen können. Aber gut, das hatte eine andere Ursache. Und ja, also weiß nicht, wenn man jetzt die zwei Fehler nicht gemacht hätte, wäre man, glaube ich, jetzt an Red Bull dran. Also aus Teamsicht, aus Teamführungssicht war es meiner Meinung nach ein Fehler, dass man in Kanada das nicht gesagt hat, weil es ist ein Mittelfeldteam. Da geht es nicht um die WM oder so, da geht es um das beste Teamergebnis. Und wenn es ums Teamergebnis bin, habe ich mich ja schon sehr oft drüber geäußert oder dazu geäußert, dass ich dann jemand bin, der durchaus auch eine Stallorder bevorzugen würde oder ich würde sie gutheißen, sagen wir es so. Und in der Situation hätte ich das halt echt an Stelle von Force India gemacht, weil ja, das hätte dem Team echt was bringen können und sie wären vor allem jetzt in der Zeit, wo Red Bull halt auch ziemlich viele Probleme hat, sie wären in dieser Zeit auch dran an Red Bull. Also die Wahrscheinlichkeit ist gar nicht mal so klein oder so gering, dass man Red Bull eventuell besiegen könnte, auch zum Ende der Saison hin. Denn Mercedes zum Beispiel, die sind voll beim Entwicklungsrennen dabei. Die haben die Motivation, weiterhin in jeder Hinsicht konkurrenzfähig zu sein. Und dadurch verbessern sie natürlich auch den Motor immer weiter. Und ja, beispielsweise Renault, die haben ja jetzt ein kleines Update gebracht beim Motor. Aber die sind zum Beispiel nicht so ambitioniert, was die Motorenweiterentwicklung angeht. Und ich glaube schon, dass Force India sehr, sehr viele Punkte brauchen könnte, jetzt schon, damit es halt später nicht allzu kritisch wird. Und ich denke, dass Force India durchaus eine Chance hat oder haben könnte oder hätte haben können, wenn sie viele weitere Punkte mitgenommen hätten, Red Bull zu besiegen. Also ich glaube durchaus, dass das nicht ein überambitioniertes Ziel ist. Ich glaube, dass die Jungs das schaffen können oder könnten. Ich denke nur, dass sich Force India im Moment so ein bisschen selbst im Weg steht, so ein bisschen wie Williams tatsächlich 2015 und 2016 vielleicht. Gut, da waren es teilweise andere Fehler, dass man Bottas da drei Softs und ein Medium oder so aufgezogen hat, was halt total Banane war. Aber ja, also die Möglichkeit besteht halt eindeutig, dass na, beide in etwa gleich aufgewärmt. Ich glaube fast exakt gleich, ne? Also die Möglichkeit besteht und es wäre zu schade, wenn Force India am Ende nicht vor Red Bull landet. So sehr ich Red Bull auch mag, aber Force India ist ein kleines Team, die sind mir mega sympathisch. Und aus so einer einfachen Frage habe ich eine sehr, sehr lange Diskussion gezogen. Giuliani, schafft er den Sprung ins zweite Qualifying? Leider nicht. Der 17. Platz, ansonsten Sebastian Vettel auf der 12. Ja, ein recht großer Abstand, muss man tatsächlich sagen. Vor allem zu P9 aufwärts. Aber dass es nicht mal mit dem 11. Platz klappt, da muss man im nächsten Qualifying, glaube ich, noch ein bisschen schneller werden. Aber gut, ist auch okay. Mann. So, Sebastian Vettel direkt losschicken oder warten? Warten. Ja, aber insgesamt mag ich es einfach, wenn so ein bisschen die Underdogs nach vorne kommen. Und genauso habe ich es halt gefeiert, als 2009 Brown zum Beispiel richtig stark war. Ich habe es auch genauso cool gefunden, als Williams in den letzten drei Jahren ziemlich ordentlich unterwegs war. Ich hätte mich sehr für Renault gefreut, wenn die jetzt wieder gut dabei gewesen wären, was aber leider nicht so wirklich passiert. Und welches Team genau zwar schon länger draußen ist, aber was ich super cool finde, ist Toyota. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr den Gedanken nachvollziehen könnt, aber es ist ja schwer, in so ein Team zu blicken. Du weißt ja nie wirklich, wer jetzt im Personal dabei ist und so.
Und deswegen nimmt man auch so ein bisschen das Optische bei einem Team. Ja, ich bin sehr oberflächlich, was das angeht. Hauptsache aber, man bewertet Formel-1-Teams und nicht Menschen. Sehr oberflächlich. Sehr, sehr philosophisch, Dave. Sehr gut. Nee, aber um mal ehrlich zu sein, ich bewerte auch Teams immer wieder gern so ein bisschen nach dem Lack oder hab's damals gerne mal gemacht, nach der Lackierung bewertet. Und Toyota hat wirklich für mich die ansprechendste Lackierung immer noch, glaube ich, von einem Formel-1-Team jemals. Das sieht so unfassbar geil aus, dieses Auto. Oh mein Gott, und für Vettel wird's schwer, hier genau Elfter zu werden. Da ist ein 34.000stel Fenster. Wenn er das schafft, Hammer. Ansonsten muss ich hoffen, dass Sainz sich nochmal verbessert. Oder irgend Sainz oder Perez. Malia war eine schwache Runde gefahren. Und er schafft's! Punktlandung von Vettel. Alter Schwede, was war das denn? Wie geil ist das denn gewesen? Und Perez könnte sich jetzt nochmal verbessern. Och, komm schon, vermassel uns nicht die Tour. Wobei, dann ziehen wir halt nochmal vorbei. Oh, jetzt ist das Fenster wieder so klein. Aber alle können sich verbessern. Das Ding ist, Malia könnte sich ebenfalls verbessern. Aber ich habe ja noch ein bisschen Zeit. Wir lassen die anderen Jungs mal fahren. Van Dorn wahrscheinlich eher nicht im nächsten Qualifying. Bei aller Liebe, aber 3,4 Sekunden Rückstand. Damit ist er 1,3 hinter der normalen Bestzeit. Und ja, jetzt noch ungefähr eine Sekunde. Und Malia ist jetzt draußen. Allerdings erst auf der Outlap. Sainz verbessert sich im Moment ebenfalls. Aber nur in Sektor 1. Oh, schwierig, 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 ne? Wir könnten auch zwei frische Softs fürs Rennen mitnehmen. Also das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, hier zu sagen, okay, wir schonen die Reifen jetzt erstmal und... Ich glaube, das mache ich aber auch wirklich. Also ich glaube, Reifen schon wäre hier echt die cleverste Strategie oder Taktik. Denn ganz ehrlich, ja, wenn wir den Soft-Reifen-Vorteil mitnehmen, dann möchte ich nicht nochmal andere Reifen irgendwie draufpacken müssen, weil, ja, Softs auch noch mit dem Vorteil, dass sie eine Leistungssteigerung haben, das wäre der absolute Oberknaller. Und ja, insgesamt... Kann man trotzdem zufrieden sein. Also Malia hat sich nicht so deutlich verbessert, interessanterweise. Da wäre vielleicht noch mehr gegangen. Vor allem, wenn man sich Button anschaut, der halt eine Sekunde schneller ist. Aber gut, bei mir, ich bin gerade so ein bisschen, keine Ahnung, ich muss ein bisschen das übertönen, weil bei mir wird draußen der Rasen gemäht. Nein, ich habe kein eigenes Haus und wir haben keinen eigenen bediensteten Gärtner dafür oder so. Sondern das ist halt die Wohnung und der Typ kommt manchmal ein bisschen random und ich höre meine eigene Stimme nicht, wenn der Typ anfängt. Und ich hoffe, dass man es auf der Aufnahme nicht hört. Nee, anscheinend dürfte man es nicht hören. Ah, und jetzt habe ich Q3 nochmal angeklickt. Egal, kann ja auch spannend werden. So, währenddessen ist tatsächlich die Motorsport Manager Folge 46 live gegangen. So, und YSL Jonas schreibt, absolut langweilige Story. Bitte konzentriere dich mehr auf das Gameplay. Es soll ja kein Laberformat sein. Naja, wenn man Training und Qualifying spannend gestalten könnte, könnte ich das nachvollziehen, aber so, naja, gut, ist auch eine Meinung, muss akzeptiert werden. Naja, whatever, wir gucken uns das Qualifying an. Hashimoto, sehr, sehr flott unterwegs hier, zwei Bestzeiten, aber Ricciardo und Kwiat kommen jetzt. Kwiat nicht schneller, genau wie Ricciardo. Aber 2000stel der Rückstand von Kwiat jetzt. Der ist im dritten Sektor immer sehr schnell. Und im zweiten ist er auch ordentlich gerade. Ja, und im dritten, da haut er nochmal richtig was raus. Ricciardo nur auf der 3. Dani Kwiat im Moment, würde ich mal behaupten, der Hauptfavorit für den Weltmeistertitel, weil der ist richtig, richtig schnell. Was ich aber in dem Kontext auch sehr interessant finde, ist, dass, das ist jetzt keine Anfeindung oder so, aber der Kommentar, den ich gerade vorgelesen habe, der wurde halt 27 Sekunden, huch, jetzt ist ein Kommentar verschwunden,
Jetzt habe ich aktualisiert, jetzt ist ein anderer Kommentar verschwunden, der mich darauf hingewiesen hatte, dass ich im Titel einen Fehler hatte. Ich hatte Serie nämlich falsch geschrieben. Okay. What the hell? Fall für Galileo Mystery. Nee, aber der Kommentar wurde 27 Sekunden, bevor ich, also vorher verfasst anscheinend, und hat schon Upvote. Das ist schon ein wenig verdächtig. Und ich find's irgendwie doof, dass man bei YouTube seine eigenen Sachen upvoten kann. Damit verleiht man teilweise auch Sachen, die jetzt, wie gesagt, das ist jetzt nicht direkt auf den Kommentar bezogen, ist jetzt gemeint, dass ich das jetzt symptomatisch an dem auch das Beispiel nehme, aber man kann grundsätzlich Kommentare, die vielleicht gar keine Beachtung haben sollten, kann man dadurch unendlich hochpushen, weil hat er irgendwie Zustimmung bekommen in der Community, aber das ist nur der eigene Upvote für den Kommentar. Ja, in der Situation, weiß nicht. In 27 Sekunden, glaube ich, da reagiert keiner so schnell drauf und denkt sich, ja stimmt, war schon sehr langweilig vom Dave, zumal das Video, ja gut, schon eine halbe Stunde online fast. 27 Minuten war es da. Ja, egal, aber auf jeden Fall haben wir hier Danny Quert nochmal sehr, sehr flott und Jensen Button mit einer absoluten Bestzeit in Sektor 1 und in Sektor 2 drei Zehntel Rückstand. Gut, das ist dann nicht mehr ganz so stark, aber ja gut, die Gesamtzeit ist auch nicht so krass. Also der siebte Platz und hier haben wir den Strahlemann aus Baku. Da haben wir Lance Stroll mit dem ersten Podiumsplatz. Finde ich krass. Der Vater hat jetzt, habe ich übrigens auch nochmal einen Artikel gelesen, darüber gesprochen, ja, Weltmeister, also er hat über Weltmeistertitel gesprochen jetzt schon oder über Titel. Und das muss ich sagen, weiß nicht. Sehe ich so ein bisschen mit zweierlei Miene, sagt man das so? Ich sehe das ein bisschen zwiegespalten, so. Quert übrigens der Einzige, der unter 1,16 gekommen ist. Wow, und das sogar in Q2 schon, krass. Ja, auf jeden Fall würde ich in vielen Fällen sagen, Leute, lasst mal die Kirche im Dorf. In der Situation muss ich aber schon sagen, der Kerl hat sich sehr ambitioniert hinter seinen Sohn gestellt. Erstmal dicken Respekt dafür. Und bis jetzt haben die das ja auch schon ordentlich geschafft. Warum jetzt nicht noch weiter große Ziele verfolgen? Ich meine, in der Formel 3, muss man halt wirklich jetzt mal sagen, in der Formel 3 war Lance Stroll unfassbar schnell. Also das war richtig, richtig gut, was er da gezeigt hat. So, und was nicht so gut ist, ist, dass die Reifen hier nicht allzu haltbar sind. Aber wir haben ja gesehen, auch mit etwas gebrauchten Reifen könnte eine 2-Stop schneller sein. Und wir fahren jetzt erstmal auf Softreifen los und ich hoffe mal auf einen Safety Car. Vielleicht kommt das ja. Dann können wir nämlich ein bisschen variieren, was die Strategie angeht. So, beide 9 Runden Sprit dabei. Fahrstil konservativ bei beiden. Und Motormodus erstmal hoch. Let's go. Auf geht's ins Rennen. Quert vor Hashimoto. Ricardo nur auf der 3 um 4000stel geschlagen. Jetzt wird's aber lustig. Jetzt geht's um die Wurst. Jetzt geht's um die Punkte. Harte Reifen um uns herum. Ja, die Starts sind mir ein bisschen zu random. Vettel ist aber insgesamt ein bisschen abgerutscht. Giuliani ebenfalls. Ich verstehe das nicht. In der Startphase ist Vettel irgendwie ein bisschen schwächer, ne? Gut, der hat jetzt ein paar Moralschäden, weil ich gemeint hatte, okay, wir bleiben dabei, dass ich dir vom Kommandostand aus quasi Aufgaben diktiere, weil das halt, glaube ich, auch die bessere Strategie ist, aber so ein bisschen Moralverlust darf doch nicht so eine riesen Auswirkung haben und das Safety Car ist draußen. Clark Smith ausgeschieden und die Frage ist natürlich jetzt, was macht man? Wäre ich doch nur auf gebrauchten Softs gestartet. Ja, das Safety Car bleibt eine weitere Runde draußen. Eigentlich würde es sich lohnen, mit beiden Fahrzeugen irgendwie zu stoppen, wenn wir komplett frische Softs hätten.
Gibt es eine alternative Strategie? Ich muss jetzt mal gerade überlegen. Also wir verlieren kaum Positionen. Wir würden mit jedem Fahrzeug 3 Plätze verlieren. Aber was könnten wir reifentechnisch alles machen? Also Giuliani wäre so ein Kandidat, da könnte ich ein bisschen was jetzt variieren. Denn der ist nicht mit einem Reifenbonus ausgestattet, der hat die Krankenpflegerfähigkeit. Da könnte man jetzt natürlich sagen, okay, du nimmst die Mediums mit oder sogar die harten Reifen und fährst dann nochmal Softs. Schwierige Entscheidung. Ich würde vielleicht sogar echt fast sagen, nimm nochmal die harten Reifen mit. Und, ja, vielleicht 12 Runden Sprit. So, die Haltbarkeit ist überall beim Maximum. Auch hier nochmal die Strategie splitten ein bisschen. Gut, der Stop dauert ein bisschen länger, ist kein Problem. Und Vettel auf die 11 nach vorne gekommen. Ah, die vorne waren alle an der Box. Haben sich jetzt harte Reifen mitgenommen. Alles klar. Das Safety Car bleibt jetzt noch eine Runde draußen. Na okay, gut, dann wäre jetzt Giuliani auf 11 gewesen, Vettel auf 12. Ja, aber die Frage ist halt, ob es nicht trotzdem was bringt. Also ob es sich trotzdem was gebracht hat für Giuliani. Also wir werden das alles doch mal erörtern, wir werden das alles sehen. Ich glaube, strategiemäßig sollte man auch ein bisschen hin und her switchen, vor allem in unserer Position, weil, ja, wir können eigentlich nicht viel verlieren. So, jetzt vielleicht nochmal ein bisschen die Reifen auf Temperatur bringen, allerdings nicht zu sehr. Haben wir ja schon oftmals thematisiert und in Runde 4 geht es jetzt weiter. Ja, also nochmal 8 Runden fahren auf einem Softsatz und nochmal auf dem anderen 8 Runden, dann kriegt man das schon hin, ne? Bleibt es eigentlich trocken? Jawohl, es bleibt trocken im Rennverlauf. So, Vorsicht in der Safety-Car-Phase, lieber Sepp. Niemand hinten drauf fahren. Alter Falter, was ist denn hier plötzlich los? Okay, ich suche mir eine geeignete Stelle, wo wir wieder pushen können. Der 9. Platz für Vettel. So, jetzt P8. Und P7 ist da. So, vielleicht können wir es schaffen, bis Runde 12 mit den Reifen durchzuhalten. Das wäre wirklich toll. So, Vettel auf der 4, Giuliani auf 14. 10 Sekunden Abstand, die Differenz zwischen den Teammates. Ah, aber da reicht der Sprit ja gar nicht für Vettel, ne? So, ein bisschen verklickt, nicht schlimm. Ich hoffe mal, wir kriegen so 2 Runden noch hin. Dann wäre es zumindest Runde 11, wenn er reinkommen würde. Nein, ausgerechnet Hülkenberg. Ja gut, ist auch okay. So, jetzt vielleicht noch 2 Runden. Geht das? Ich glaube, er muss in Runde 10 jetzt rein, oder was? So, ich glaube, es bringt nichts.
pushen und jetzt schon reinkommen für Mediums. Ist natürlich ein bisschen ärgerlich jetzt. Das mit der Spritmenge hatte ich nicht bedacht. Da hätte ich ihm auch einfach mal Sprit dazu tanken können. Das wäre natürlich eine Möglichkeit gewesen, aber gut passiert. So, und Giuliani jetzt aktuell auf der 9. Vettel auf 15, da könnte es gleich wieder zur Aufholjagd gehen. Zwei Leute an der Box. P15. P14 sogar. Ja, die Startzielgerade ist hier tatsächlich gar nicht mal so lang, ne? Okay, der läuft jetzt auf den Williams auf. Kann jetzt auch an die Box gehen. 7 Runden wird er noch fahren müssen und ich... Autsch! 19% beim Frontspoiler verloren. Allerdings auch bei fast 2/3 des Rennens. Okay, da geht's noch einigermaßen. 25% oder komm, wir machen mal 50% aufladen. Ein bisschen Risiko eingehen hier. Oh, und da hat ein Ferrari Probleme. Nico Hülkenberg. Und es hat funktioniert mit der Batterie. 53%. Alter Falter. So, 7 Runden und 7,1 Runden bei Giuliani haben wir dann noch. Und vor uns sind Fahrzeuge mit Problemen. Okay, und Giuliani. Ich glaube tatsächlich, dass seine Pace echt mittlerweile ein bisschen besser ist als die von Vettel, ne? Also... Es gibt ja schon einige Sachen, wo man sagen könnte, okay, dieses oder jenes passt mal hier, mal da. Aber grundsätzlich im Renntrim, da gefällt mir Giuliani richtig gut. Sepp wird im Spiel halt vielleicht auch einfach gerade ein bisschen zu alt. Ja, und der Teamkollege kommt jetzt einfach so vorbeigeschossen. Und außenrum! Meine Güte, war das ein geiles Überholmanöver. Alter Schwede, und da rauchten Williams ordentlich. Und Vettel jetzt auf der 8. Also beide verbessern sich weiter. Nach vorn hin geht noch ein bisschen was. Malia wäre noch einholbar. Da könnten wir auf jeden Fall noch mal ein bisschen mehr pushen. Na, bei Vettel bin ich mir nicht sicher. 3 Runden müssen die Reifen noch halten. Ich glaube, da sollte ich lieber das Tempo so beibehalten. Giuliani, der kann allerdings, glaube ich, noch mal ein bisschen schneller. Was den Motor angeht, da können beide noch mal ein bisschen pushen. So, jetzt weniger als 4 Sekunden. Ja, und die verschiedenen Strategien, die kommen so ein bisschen auch dadurch zustande, dass Giuliani auch ein bisschen frischere Reifen immer wieder auch mal hat. Oder dass hier und da mal was passt. Also in der Situation habe ich halt die Strategie fahren können... Ich wusste auch, also ich habe jetzt gedacht, okay, die harten Reifen wären eventuell langsamer, weil bei Vettel, haben wir es da mal probiert, oder? Ich meine, dass wir es auch mal bei Vettel probiert haben. Und dass es die langsamere Strategie war. Und komm schon, kommen wir da nochmal ran? Leider nicht, also doch ran schon, aber nicht vorbei. Und es ist wieder P7-8. Ich glaube, das ist wie im letzten Rennen. Der 7. und der 8. Platz. Und Max Verstappen gewinnt das Rennen. Vor Ricciardo und vor Kvyat. Alles klar. Also Dani Kvyat wartet weiterhin auf den ersten Erfolg. Mercedes immer noch nicht so die Zuverlässigkeitsgranate, die man sonst
so hatte. Also 2014 bis 16, die Jungs von Mercedes da, die würden sich jetzt dafür schämen. Das bleibt bei P7 und 8. Beide Fahrer haben sich weiterhin verbessert, aber eben nicht so deutlich. Zumindest Sebastian Vettel fällt halt ein bisschen ab im Vergleich zu Giuliani, aber ja, das ist halt im Spiel so. Und Dani Kvyat verbessert sich, vor Sebastian Vettel ist er jetzt, mit 82 Punkten. Punktetechnisch führen wir in der KWM noch ziemlich deutlich, aber ja, gut, das könnte sich auch nochmal deutlich ändern. Gut, ansonsten haben wir hier nochmal den neuen Ladebildschirm. Ich finde, das GT-Auto sieht geil aus. Ich freue mich auch schon auf den GT-DLC und meine Güte, das wird eine geile Saison dann. Also nicht Saison, aber eine geile Karriere. Und die Zufriedenheit bei unserem Boss ist wieder bei 92%. Jetzt hat er auch ein bisschen was bei Bremsen verloren. Ich glaube, da hat er just jetzt nochmal einen Attributpunkt verloren. Leider auch nicht so geil. Und Giuliani, bei Fitness hat er nur 4. Könnte sich auch mal ein bisschen deutlicher steigern. Also jetzt mal Klartext gesprochen. Also jetzt mal im Ernst. Ja, aber ansonsten können wir zufrieden sein. Also wieder ein ganz gutes, souveränes Ergebnis. 2 Fahrzeuge im Mittelfeld nach Hause gebracht. Ist ziemlich gut gewesen, wenn wir mal gucken auf die Punkte. Jawohl, Giuliani wieder auf 7, Vettel wieder auf 8. 8 Punkte trennen die beiden aber auch nur. Das ist also ziemlich eng. Das ist denkbar knapp da vorne. Die beiden Red Bull, bei denen ist es eigentlich nur noch enger. Die haben jeweils dieselbe Punktzahl, 66 aktuell. Und Max Verstappen hat ja auch schon das letzte Rennen gewonnen. Also wenn es wirklich dieselben Ergebnisse gewesen wären wie in Russland, hätte ich mir gedacht, what? Button hat dieselbe Position geholt, Malia hat dieselbe Position geholt, gibt es noch jemanden, der dieselbe Position geholt hat? Nee, aber da ist schon ziemlich vieles deckungsgleich. Das ist echt seltsam, ne? Ja gut, schauen wir mal in die Nachrichten. Scouting Report und Interview. So, im Training sind wir ganz weit hinten gelandet. Die Konfiguration war in Ordnung. Also, ja, ich meine, was erwartet man? Unser Auto ist jetzt auch nicht unbedingt das Stärkste. Gut, ne? Also, weiß nicht. Was soll ich denn da sagen, großartig? So, wir sehen Perez. Er wägt Angebote ab, ist nicht zufrieden bei Toro Rosso. Hat eine gute Marktfähigkeit, aber ist jetzt hier nicht unbedingt der, ja, bestmögliche Pilot, den man im Fahrerfeld haben kann. Ist aber auch bei Toro Rosso nicht so schnell, ne? 21 Punkte Rückstand zu Sainz ist schon eine Menge. Und die ersten Sponsorenangebote trudeln ein. Ja, also, weiß nicht, im Spiel ist er auch nicht so stark. In der Realität habe ich ja schon oft genug, glaube ich, betont, wie gut ich Perez einschätze. Und ich glaube, dass Perez einer der, ja, vielleicht besten Piloten im Feld ist, die noch nicht in einem Top-Team sitzen. So, Heckflügel können wir gleich auch nochmal wegmachen, wenn er bei 80% ist. Genau wie die Bremsen. Ja, Frontflügel bleibt dann noch in der Liste. Getriebe ist, glaube ich, aktuell im Bau. Motor kommt danach noch. Aber ansonsten haben wir recht vieles hier schon hinbekommen. So. Okay. Jetzt erstmal kurz gucken. 2.1.7. Schlechte Belohnung, aber halt 7. Platz. Aber trotzdem schlechte Belohnung. Schlechte Anforderung. Aber hier gibt es 3 Millionen im Voraus. Also, meine Güte, ey. Das ist halt echt schon ordentlich. Man braucht eigentlich nur 2, die eine gute Vorauszahlung haben und einen, der dir gute Prämien anbietet für eine niedrige Position. Das ist das Top-Szenario, was man da haben kann. Gut, was kann man noch machen? Wie sieht es mit der Aufhängung aus? Die sieht von der Zuverlässigkeit her gut aus, deswegen lassen wir die auch weiterhin drin. Und schauen uns das Rennen in Phoenix an, beziehungsweise die Ergebnisse. Dort haben wir Palmer immer noch als Gesamtführenden in der Wertung und Wehrlein gewinnt hier. Jens steht hier auf 3. Aha, eine alte Bekannte also. So,
Kann der Typ mal echt aufhören, mich in jeder Folge aufs Finanzmanagement hinzuweisen? Ich meine, mal ganz im Ernst, Leute, das ist doch... Ich meine, so schlecht machen wir das auch nicht, oder? Aber gut. Moment, wo ist der Frontflügel hier? Ach stimmt, Frontflügel war im Bau, okay. So, jetzt haben beide einen besseren bekommen. Ich glaube, damit sind beide nicht unzufrieden. So, und Frontwing kommt hier dazu. Jetzt kann man eigentlich die Teile rausstreichen, die hier mehr als 75 haben. Getriebe. Boah, das ist... Boah, da habe ich jetzt schon keinen Bock aufs Getriebe. So, Motor. Haben wir überall sonst gute Teile? Jawohl. Motor. Zuverlässigkeit und Höchstgeschwindigkeit. Sehr schön. 1,5 Millionen ist aber auch schon eine ordentliche Menge, ne? Ja, ich meine, schaut euch mal die Finanzen an. Das geht doch eigentlich ganz gut voran. Okay, das ging jetzt ziemlich schnell. Ich habe eigentlich auf andere Termine gehofft, die uns zwischendurch noch unterbrechen. Denn jetzt ist der Frontwing ein bisschen problematisch vielleicht. Wobei ich glaube, bei selbiger Prozentanzahl war auch der Frontflügel zum GP hier. Und da war er auch kritisch. Also ich glaube, den Frontflügel können wir trotzdem nutzen. Okay, gut. Teile einbauen und da gucken wir mal nochmal kurz. Bremsen passt wunderbar. Vettel immer mit den zuverlässigeren Teilen ausstatten. Jawohl, hier haben wir das auch. Auch hier, da hat er... Moment, nee, da hat er die schlechteren Teile, aber da wäre er sonst unzufrieden, genau. So, hier hat er 1% mehr Zuverlässigkeit. Naja, immerhin. Und, er kann ja eigentlich auch mal die besseren Teile bekommen. Oh, dann ist er glücklich. Moment. Plus 8% Moral und plus 2% Moral. Und was jetzt? Plus 3%, plus 2%. Also bei Giuliani macht es keinen Unterschied. Aber wenn Vettel glücklicher ist damit, ich meine, er ist genau gleich zufrieden. Und das ist nur eine kleine Änderung. Okay, gut, dann machen wir das mal so. Und hier bei der Aufhängung machen wir es auch nochmal so. Und dann haben wir Roberto Persani. Ja, okay. Weiter. So, und Daniel Ricciardo ist immer noch nicht interessiert. Im Moment führen wir doch immer noch die KWM recht deutlich an. Mit 34 Punkten, aber vor Red Bull halt. Oh, Dani Kvyat, der wäre wahrscheinlich interessiert, ne? Hat sogar nur 4,5 Sterne. Verbessert sich immer weiter, hat auch mehr eine höhere Verbesserungsrate als Dingens, als Kollege Giuliani, aber... Ach so, ja stimmt, das war der, wo wir anscheinend etwas über ihn im Interview gesagt haben. Naja, egal. Kann ich nochmal zusätzliche Gelder anfordern? Nee, ne? Schade. Das wäre super. Ja, Leute, also ohne zusätzliche Gelder geht's allerdings zum nächsten Mal in ein neues Rennen. Wir gucken mal ganz kurz, wie das Fahrzeug ist. Mittlerweile als siebtstärkstes hier aufgeführt. Sechster in Bremsen, sechster in der Aufhängung, siebter in Sachen Frontflügel sowie Heckflügel. Ja gut, das Getriebe ist richtig, richtig schlecht, genau wie der Motor, aber wir sind so ein bisschen der Red Bull oder der McLaren Honda in dieser Meisterschaft, nur dass wir mehr Punkte bekommen. Und mit diesem kleinen McLaren Honda Diss, der glaube ich auch mittlerweile nirgends fehlt, egal wo man im Internet ist, geht es hier dann nächstes Mal weiter in Südafrika und das bei 26 Runden. Das ist eine ordentliche Menge. Ja, Leute, ihr solltet unbedingt dabei sein. Ich freue mich auf euch und ja, wenn ihr viel Spaß hattet, könnt ihr mir gerne ein Däumchen nach oben da lassen. Ansonsten geht's in der nächsten Folge weiter. Bis dahin, euch eine gute Zeit, macht's gut.